Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Es ist jetzt gerade 18.55 Uhr und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal ein Video, wo wir jetzt einfach gemeinsam so ein bisschen, ja, darauf reagieren, was wir gleich sehen werden. Ich werde euch ein paar Hintergrundinformationen geben vorher, bevor der Livestream losgeht. Und das ist, denke ich mal, dieses Jahr aus ein paar Gründen relativ interessant, wie meine Reaktion darauf ist, denn ich, also es geht natürlich um das Call of Duty 2019 Reveal Event. Also Leute, ihr müsst Folgendes wissen. Ich war auch eingeladen nach Los Angeles, aber ich habe es dieses Jahr leider nicht geschafft, weil ich halt verschiedene Sachen vorhatte, beziehungsweise auch noch vorhabe. Und deswegen, Leute, versichere ich euch, viele denken immer, die YouTuber wissen alles, ich weiß nichts. Ich sitze hier und weiß nichts über das neue Call of Duty. Alles, was ich mir gedacht habe, habe ich in den letzten Videos erzählt. Im Übrigen habe ich gestern eigentlich ein ziemlich cooles Modern Warfare 3 Live-Commentary hochgeladen. Ich glaube, das haben viele gar nicht gecheckt, dass es Modern Warfare 3 Live-Commentary war, weil es ja so einfach nur so hieß, ja, morgen Reveal. Die Leute dachten wahrscheinlich, es ist einfach nur kurz Info-Video, dass heute der Reveal kommt. Aber wenn ihr Bock habt, Modern Warfare aus der Modern Warfare-Reihe euch schon mal so anzuheizen oder so, dann guckt es euch auf jeden Fall gerne an. Ich packe euch jetzt mal ganz oben in die Videobeschreibung, das Video von gestern. Und ja, Freunde, also ich bin hier nebenbei auf folgenden Seiten, meine Freunde. Ich mache mal ganz kurz hier die Facecam los. Ja, moin, um mal zu gucken, dass ich hier auch nichts Falsches anmache. Genau. So, und zwar bin ich hier auf der Call of Duty YouTube-Seite, wo ich dauernd aktualisiere. Das sieht dann so aus. Ja, moin. Dann bin ich auf Twitter, habe mich hier gerade ein bisschen mit Haptic angelegt, just for fun, weil ich nicht checke, ob es auf YouTube oder Twitch ist. Das ist gerade so eine kleine Diskussion. Also ihr seht schon, ich nehme euch hier komplett mit. Genau, hier mit Haptic war das so. Ich zeige euch das mal kurz. Ich frage bei Charlie Intel, willst du einen Twitch-Livestream? Haptic schreibt, YouTube, Digga, kriegst du überhaupt was mit? Und meine Antwort natürlich, nein, Digga, krieg ich nicht. Also auf Twitter gehen immer ein paar lustige Sachen ab. Genau, und dann habe ich hier nebenbei noch den Twitch-Kanal von Call of Duty offen, wo auch der Chat gerade schon ganz gut abgeht. Also das, ja, hier drüben geht der Chat ab, ne? Hier, hallo, guten Tag. Guten Tag, ne? So, ich glaube, ein bisschen kleiner kann ich schon mal schieben, so vielleicht, dass man ja, das später sieht. Wobei, wie sieht das auf YouTube aus? Ja, das passt schon. Okay, Leute, also wie gesagt, ich weiß, der Balken da unten regt mich hardcore auf. Ich weiß dieses Jahr original nichts. Okay, Leute, noch zwei Minuten. Ich weiß dieses Jahr nichts einfach. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt hier ein Teaser wird, ob das ein Trailer wird, ob das jetzt quasi ein längeres Ding wird. Dieses Jahr haben die einen echt auf die Folter gespannt. Also ich glaube, so spät kam der Reveal wirklich noch nie. Und das, obwohl das Spiel ja schon im Oktober wahrscheinlich released wird. Also da gab es zumindest gestern auf Charlie Intel so ein paar Leaks. Also hier Charlie Intel, falls ihr die Seite nicht kennt, da bin ich eigentlich permanent drauf. Da habe ich sogar die Glocke aktiviert. Kein Witz. Ja, hier gerade neuer Tweet. Soon, soon, soon. Genau, dann hier vor ja, 12 Minuten haben sie 15 Minuten geschrieben, 30 Minuten, also wir können uns auf jeden Fall drauf gefasst machen, können ja das Bild hier nebenbei mal aufmachen, dass ja, es gleich losgeht und zwar um 19 Uhr und jetzt ist es 18.58 Uhr, scheiße, es kann nicht sein, dass ich jedes Jahr wieder aufgeregt bin, das ist doch einfach lächerlich, Leute, oder nicht? Es ist nicht lächerlich, ich bin jedes Jahr wieder aufgeregt, warte mal, ich habe letztes Jahr Scorpion Plays Reaktion Black Ops 4, letztes Jahr aus dem Hotelzimmer habe ich darauf reagiert. Boah, wo war das aber, Alter? Oh, wo war das? Auf den ersten Teaser habe ich da reagiert. Boah, keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall ist es jetzt genau ein Jahr her. Keine Ahnung. Ah, doch, hier, Black Ops 4 ist perfekt. War es das? Ich glaube, das war's. Ist es im Mai? Ja, 17.05. Was geht YouTube? Genau, okay. Hier habe ich das, genau. Auf diese ganzen Gameplays hier, das die YouTuber damals hochgeladen hatten. Okay, das ist echt scheiße geschoben, Alter. So. Auf dieses Gameplay und so, da hatte ich dann halt ein Commentary im Hotelzimmer aufgenommen. Das war quasi meine erste Reaktion auf Black Ops 4. Und war ich schon bei einem Reveal-Event? Bei Infinite Warfare war ich auf dem Reveal-Event. Und bei AW war ich auf dem Reveal-Event. Bei COD, bei World War II war ich auf dem Reveal-Event. Also ich war sonst eigentlich immer. So, okay. Es ist 18.59 Uhr. Hier passiert noch nichts. Gucken wir mal hier. Ich fühle mich gerade, als ob ich einen Livestream mache, nur dass es halt ein Video ist. Okay, boah, die Tweets rasten aus, man. Es kann mir keiner erzählen, dass man null gehypt ist. Also null geht nicht. 1% ist man gehypt. Einfach nur ein neues COD zu sehen, was natürlich im Trailer immer brutal geil aussieht oder was auch immer jetzt kommt. Link, bro, Link, give us a link. Okay, 19 Uhr, 19 Uhr, 19 Uhr, 19 Uhr, 19 Uhr. Oh Gott. Manchmal muss man hier gucken. Vielleicht finde ich's, ich kenne ja YouTube sehr gut. Man muss manchmal hin und her switchen.
bis dann hier was angezeigt wird, weil ich kenne es ja selber, YouTube in der Subbox werden die Sachen immer ein halbes Jahr später angezeigt. Okay, warte, Charlie Intel, gucken wir mal. Vor 3 Sekunden. Okay, gut. Ah, okay, Review. Alter, guck mal, die wissen, dass die hängen so hart mit COD zusammen. Sonst könnte man das nicht in 3 Sekunden posten. Breaking News, Call of Duty Modern Warfare, officially, okay, jetzt wird wirklich Modern Warfare heißen. Am 25. Oktober wird es rauskommen. First Details plus Review Trailer. Wo ist der Review Trailer? Ah, okay. Hier. Gibt's den auch auf YouTube? Ich will jetzt nur mal gucken. Okay, hatte ich hier auf Twitter anscheinend. Okay, fuck. Okay. Warte mal, wenn ich das jetzt so. Ach du Scheiße, okay, das brauchen wir gar nicht machen. Wie kriege ich das jetzt größer an meiner Koidum? Schnell auf Call of Duty Seite gehen. Call of Duty World League, Call of Duty Germany, Call of Duty. Und hier ist es. Okay. Ich kann das doch jetzt nicht so klein gucken. Okay, der Livestream wird nicht angehen, da kann man wegklicken. Mach mal YouTube jetzt. Bitte. Okay, ich glaube, auf YouTube wird's nicht. Ja, egal, ey, ich krieg das schon hin, dass wir das... Hör auf zu laufen! Okay, wir kriegen das schon hin. Lass mich nur kurz überlegen, wie... wenn man es so anklickt, ist es bestimmt schon mal größer. Ja, ein bisschen. Und dann schiebe ich das einfach größer. So, wir wissen immer, wie wir uns helfen können, Freunde. Wir wissen immer, wie wir uns helfen können. So, so... Ja, so passt es, denke ich mal. Ja, dann sieht man auch alles. Okay, let's go. Let's go. 26.000 Klicks nach 2 Minuten. Das wäre schön auf YouTube. Okay. The rules have changed. The rules have changed. Ach ja, wer gerade erwartet, dass ich irgendein krasses Wissen über die Kampagne oder so habe, no chance habe ich nicht. Also ich kenne die ganzen Modern Warfare Charaktere noch nicht mal. Weil ich da einfach wirklich komplett lost bin. Ah, okay, es ist auf YouTube. Wir machen es lieber auf YouTube, weil dann können wir es vernünftig gucken. Und Kommando zurück, wieder kleiner. So, jetzt ist hier auf YouTube, dann schieben wir das mal vernünftig hin. So, Freunde, ihr kennt es doch. So, ich will es auch nicht zu groß hier irgendwie zu sehen sein. Ja, ich denke mal, so passt es. Okay, let's get it, boys. Ja, oben, geht's bis oben? Nee. Der Profi. X der Profi. Ich muss das Licht ausmachen, damit ich genießen kann. Sorry, Leute. So. Okay. The rules have changed. Okay, das ist. Man sieht so schon den Call of Duty, den Modern Warfare Modus einfach durch diese Brille. In the shadows. He'll send us in to find them. Geil, Mann. Fühlt sich schon wieder gut an. Also ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich glaube, das ist Captain Price. Und wenn es falsch ist, dann bitte... Vielleicht ist es auch nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich kenne mich zu schlecht aus in der Kampagne. Nie gespielt. Bravo 6. Going dark. Okay, das scheint eher ein Kampagnen-Trailer zu sein, oder? Okay, die Grafik krank aus. Vor allem, weil es schön farbig ist, das hier. Das gefällt mir schon mal. Modern Warfare-Reihe hatte immer so ein bisschen das Problem, fand ich, dass es ein bisschen grau aussah. Das sieht gar nicht grau aus hier. Das war gerade so eine Art Warthog. Sieht wieder nach Nahem Osten aus. Ja, Terroristen sind wieder am Start. We get dirty, and the world stays clean. That's the mission. Lol. Who's your team? Some old comrades. Okay, 25. Oktober. Okay, was wissen wir jetzt schon? Das Gute ist, wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier on air. Ich konnte jetzt wenig dazu sagen. Es sieht einfach krass aus. Dieser Trailer sieht immer krass aus. Ich will wissen, ob Charlie Intel schon ein paar Sachen rausgehauen hat.
Und was die Community bisher so sagt. Okay, ich wusste, Charlie Intel, die wissen ja tausend Sachen vorher. So, was haben wir hier? Zwei neue Tweets. Breaking News: Call of Duty Modern Warfare wird keinen Season Pass haben. Und Crossplay zwischen Xbox, PlayStation und PC ist confirmed. Das ist ja mal richtig nice. Also, Crossplay ist confirmed. Da wird erstmal ein Retweet rausgehauen. Freunde, also Crossplay ist einfach confirmed. Das heißt, wahrscheinlich werde ich PC-Spieler, oder? Also, wenn alle Lobbys in einem Crossplay, also, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich werde wahrscheinlich PlayStation-Spieler bleiben, Controller-Spieler sowieso, aber sollte es so sein, dass man mit PC automatisch auf Konsolen-Lobbys connected und Aimassist hat, dann werden halt die ganzen guten wahrscheinlich PC-Spieler werden. Vermute ich einfach mal. Aber das ist heftig. Keine Exklusivität mehr. Kein Season Pass. Okay, krass. Heiliger, was sagen die Leute, die ersten? So. Alter, machen wir mal einen Tweet. Erster Eindruck. Trailer. So, fragen wir einfach mal die Leute so ein bisschen. So, das ist direkt der nächste. Call of Duty Modern Warfare won't have a Season Pass. Post-Launch Maps to be free. Crossplay kommt. Okay, die haben den Tweet nochmal neu gemacht. Warte mal, Post-Launch. Also, okay. Das heißt, alle Maps, die später dazukommen werden, werden free sein. Wow, ey, das ist ja der absolute Knaller. Ey, ich habe das doch neulich noch im Video gesagt, dass ich mir das wünsche. Dass sie einfach darauf achten, dass die Inhalte im Nachhinein quasi einfach for free sind, damit die Leute das auch weiterspielen. Dann, damit alle auf allen Maps spielen. Das ist gerade eine Revolution, das gab es noch nie. Kiwi hat auf jeden Fall auch Gänsehaut bekommen. Schaut geil aus, übel Hype. Warum kein Multiplayer-Gameplay? Ist bis jetzt eh nur Singleplayer, geht so. Ist doch nur Kampagnen-Trailer. Also die meisten sind so wie ich. Schmutz bleibt Schmutz, alles klar, Digga. Die meisten Leute sind da so wie ich und bleiben erstmal entspannt. Also Freunde, es gibt hier viele, viele Sachen, viele Infos, die wir einfach ja noch kriegen werden im Laufe des Tages. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal hier bis zu dem Punkt, Freunde. Danke fürs dabei sein. Checkt auf jeden Fall das Video von gestern nochmal ab, wenn ihr noch ein bisschen Gameplay sehen wollt. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.